Gott, ich will ein Haul-Video machen, schon wieder. Aber ich will euch die Sachen unbedingt zeigen. Ich habe auch ein paar andere Sachen gekauft, nicht nur Beauty-Zeug, sondern... Ich war gestern mit einer Freundin unterwegs und das war so ein richtig, richtig geiler Tag. Wirklich ein geiler Tag. Ich bereue es ein bisschen, dass es nicht so schön ist wie heute gewesen ist gestern. Also gestern war es nicht so schön vom Wetter her. Heute wäre es urschön, wenn ich mit ihr unterwegs wäre. Aber wir waren gestern shoppen. Wir waren überall. Wir waren die Daddy Kick. Dann waren wir beim Lidl, weil ich noch was braucht habe. Weil sie hat ein Auto und hat mich mitgenommen. Das war so genial. Wirklich genial. Sie hat mich abgeholt und hat mich sogar mitgenommen. Das ist auch die Freundin, der ich die Lancôme-Sachen geschenkt habe, wenn ihr das Sammlungsvideo von Gesichtspflege gesehen habt. Und sie hat sich mehr als nur verdient. Ja. Und ich habe richtig, richtig Spaß gehabt mit ihr gestern. Deswegen waren wir auch beim Daddy und beim Kick. Beim Kick, glaube ich, war das, habe ich mir Tischtücher gekauft. Da seht ihr, wie das ausschaut. Mein Vater hat die auch immer und ich fand das Muster so schön. Und ich wollte endlich mal andere haben. Die kann man ja dann nach einer Zeit, wenn sie nicht mehr so schön sind, wegschmeißen. Und ich habe mir auch eins mit Kaffee gekauft. Und ich weiß noch nicht, welches von beiden ich nehmen werde als erste. Aber ich freue mich schon, wenn ich heute den Tisch umändern kann. Ich bin so richtig hibbelig heute, merkt man das? Ich kann nicht reden, aber ich bin hibbelig unterwegs. Wir waren sogar in dem Erstings Family drin, weil die haben auf reduzierte Sachen nochmal minus 50%. Und ich hatte Glück und habe einen Pulli entdeckt. Den finde ich sowas von schön. Ich habe den jetzt noch nicht probiert, aber ich glaube schon, dass er mal passen wird. Der sieht so aus. Ich finde den so, so wunderschön. Ich bin schon echt gespannt, ob der mir passt, aber ich glaube schon. Ein Ding musste ich gleich auf die Seite schieben, weil das ist nämlich als Geburtstagsgeschenk schon gedacht für jemanden. Und ich will nicht, dass sie diejenige das sieht. Ich war auch beim Teddy, glaube ich, drin. Da hat sie mir erklärt, dass sie die immer nachkauft und auch nach einer Zeit entsorgt. Das sind diese Beauty Blender. Oh, der ist hart. Oh, der ist ja extrem hart. Der ist irgendwie nicht so geil. Aber ich werde ihn probieren und werde euch dann in einem Video Bescheid sagen. Ich bin heute nicht irgendwie so richtig in der Verfassung, meine Worte so richtig zu wählen. Also, wir waren auch beim New Yorker, weil in letzter Zeit kaufe ich eigentlich immer nur die BHs beim Kick. Habe aber auch keine gefunden in meiner Größe zurzeit und meistens gehen mir dann die BH-Reifen raus. Deswegen habe ich mich beim New Yorker umgeschaut, habe sogar drei urschöne gefunden. Einmal den hier, der ist richtig schön, oder? Der ist echt schön. Einmal einen roten, weil ihr wisst ja, was für ein Rot-Junkie ich bin. Da habe ich sogar das Höschen dazu gekauft. Kann ich euch auch gerne zeigen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, das interessiert eh überhaupt jemand. Einmal habe ich mir den gekauft. Einmal das rote Höschen. Das schaut echt extrem heftig aus. Also das hat so auf der Seite so Schnürdeln. Ich finde das so schön. Mega schön. Mega, mega schön. Einen ganz schwarzen habe ich mir auch gekauft für die Arbeit. Der sieht so aus. Ich hoffe, ich passe rein, aber ich werde die dann nachher dann probieren, natürlich, wenn die Kamera aus ist. Einen Rock habe ich mir auch gekauft. Ich hatte echt Glück. Ich hoffe nur, dass er mir passt. Ich war nämlich extra, ich war so faul, die Sachen zu probieren, aber der hat nur noch 2,99 gekostet. Ich sollte dann eigentlich auch auf die Rechnung schauen, ob das auch stimmt. Ich glaube schon, ich habe gerade die Rechnung gecheckt. Also 2,99 hat der Rock nur noch gekostet und da habe ich nicht lange überlegt und habe mir den einfach mitgenommen. Ich fand den echt schön und der ist gut für den Sommer. Ich hoffe nur, dass ich reinpasse. Es schaut schon sehr eng aus, aber ich werde es dann auch probieren und mal gucken, ob er mir passt. Einen Pulli habe ich mir auch mitgenommen. Der war ein bisschen teurer, der war nämlich nicht reduziert, der 20 Euro kostet. Aber wenn ihr das Muster seht, dann werdet ihr Bescheid wissen, warum ich ihn mir gekauft habe. Nämlich deswegen. Man kann das kaum erkennen. Das ist Mickey und Minnie Maus in so Rosé-Gold. Und ich habe mich so verliebt in den. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich den anziehe. Ich hoffe, ich habe ihn mir auch in L genommen. Ich glaube aber schon. Ja. Also ich bin echt... Da hat auch eine Kapuze. Ich bin echt happy über den Pulli. Und der fühlt sich auch schön an. Ich bin verliebt. Ich bin so verliebt. Endlich. In materielle Dinge. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich beim Müller gekauft habe. Sind jetzt nicht so spannend, aber ich habe mir gedacht, ich zeige sie euch einfach. Es gibt jetzt aktuell bei uns Mops Kosmetiktücher. Habe ich mir zweimal sogar gekauft. Dann ganz, ganz viele Wattepads. Die zeige ich euch gleich. Dann habe ich mir noch eine Stange Wattepads gekauft. Ja, und die hier, die finde ich nämlich interessant. Eine Freundin von mir, also die Freundin, mit der ich auch unterwegs war, hat die mir gezeigt. Das sind Peeling Pads mit Aktivkohle.
Und die finde ich echt gut. Ich habe 2 Packungen mir gekauft. Eine ist jetzt gerade aktuell im Badezimmer. Und ich verwende die aber nicht jeden Tag. Wenn ich mich zum Beispiel, ich habe es letztens in der Früh probiert, fand ich das okay. Aber ich habe es gestern am Abend benutzt und da war es mega. Weil das kriegt so einen richtigen Dreck noch raus aus der Haut. Also richtig geil. Auf die Empfehlung von meiner Freundin hin habe ich mir das Shampoo hier gekauft. Weil sie gesagt hat, die hat das sehr geholfen mit dem Haarausfall und so. Und in letzter Zeit habe ich extrem viel Haarausfall. Da stelle ich mir auch gleich ins Badezimmer dann. Ich habe es die ganze Zeit nämlich gesucht, die Dumpfbacke. Typisch ich. Aber ich finde das sehr interessant. Ich bin gespannt, ob es mir auch hilft. Weil sie gesagt, sie hat das auch dasselbe Problem gehabt, wie ich, dass sie so extrem Haarausfall hatte. Und das Marlies Möhler bringt irgendwie nicht mehr so viel bei mir. Ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich mir jetzt keine Backups davon gekauft. Aber ja. Nagellack Schnelltrockner Spray habe ich mir auch gekauft. Ich habe sogar 2-mal gekauft. Ja. Finde ich noch immer sehr, sehr gut. Ihr habt das von mir im Aufgebraucht-Video gesehen. Also ich liebe die. Die sind wirklich, wirklich gut von Essence. Dann habe ich mir die Duschlotions gleich im Backup gekauft. Ich habe gar keinen Platz mehr in meinem Kasten, aber ja, was soll ich sagen. Ich habe mir 2-mal die von Aveo gekauft. Da werde ich auch eine gleich ins Badezimmer stellen. Und dann habe ich mir noch eine von Nivea gekauft. Von Aveo gibt es einen riesengroßen Nagellackentferner. Und ich habe mir den unbedingt einbildet. Da sind 200 Milliliter drinnen. Feigen- und Rosenduft. Ich finde den so geil. Und der ist Gott sei Dank acetonfrei, weil ich habe ja Gelnägel und deswegen bin ich froh, dass der acetonfrei ist. Weil ich bestelle ihn immer auf, weil der geht relativ gut. Ich meine, bei 200 Milliliter kann man auch nichts anderes erwarten, oder? Dann war ich noch mit meiner Freundin beim Action und da habe ich extrem übertrieben. Ich habe mir so einen Untersetzer gekauft, wo ich meine Düfte reinstellen will. Ich habe das ja immer im Vorzimmer platziert, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und ich will da unbedingt mehrere gleichzeitig jetzt verwenden. Und ja, habe halt vor, die da reinzustellen. Ich fand das so schön. Ich wollte eigentlich was ganz anderes haben, aber ich habe dann doch das genommen. Ich muss sagen, ich habe extrem zugeschlagen. Ich habe auch für die Arbeit was mitgenommen, weil ich habe vor kurzem gejammert, dass ich für Valentinstag keine Deko hatte. Und es kommt ja auch Muttertag und ich wollte unbedingt so Rosenblüten haben und habe halt die jetzt gekauft. Die werde ich mir auch herrichten für morgen für die Arbeit, weil die nehme ich dann auch schon mit, damit wir für Muttertag dann auch dekorieren können mit den Blüten. Ich bin schon echt, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe die gesehen, habe die sofort mitgenommen. Es gab auch Muscheln oder so, aber ich weiß, dass wir Muscheln noch haben. Deswegen habe ich die jetzt nicht mitgenommen. Ich werde demnächst auch noch beim Daddy oder so schauen, ob ich dann was anderes auch noch finde. Aber ich finde das echt cool. Ich habe die unbedingt haben wollen. Ich habe mir so Filzuntersetzer gekauft, einmal in so Blattform, dann habe ich noch in so einer Blattform welche gekauft, ich fand die so geil und die haben nur 59 Cent gekostet, dann einmal in schwarz und einmal in grau mit so Blüten. Eigentlich ist das für einen Garten gedacht, aber ich fand die so, so geil, weil bei mir sind meine ganzen Untersetzer, die was aus Holz waren, kaputt gegangen und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir die, wenn die dann nach einer Zeit schier rausschauen, haue ich einfach weg, weil 59 Cent ist nicht die Welt. Ich muss sagen, ich war böse. Ich habe ja vor kurzem gesagt, dass ich genug Augenbets habe, aber beim Action, da wo wir waren, gab es endlich die Cucumber Under Eye Pads von Action. Und ich liebe die ja und ich habe die ja nicht mehr gehabt. Also habe ich mir ganz, ganz viele Packungen davon gekauft. Ich verstecke mich eh schon. Also insgesamt sind es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Packungen. Ups. Beim Action bin ich echt eskaliert. Ich habe mir einen Raumspray gekauft mit Vanille und Marshmallow. Ich hoffe, der riecht gut. Probieren wir es mal. Naja, er ist okay. Er ist jetzt nicht die Welt, aber er ist okay. Ich fand aber die Verpackung so geil, weil er riecht eher so nach einem Vanillebäumchen, was im Auto hängt. Und der spritzt so komisch, das mag ich auch nicht. Aber er riecht okay. Also für das, was er kostet, ist er vollkommen okay. Dann habe ich mir noch Gewürze gekauft und ich liebe die von Action. Ich habe mir einmal Salz und Pfeffer gekauft. Das sieht so aus. Ich liebe diese Teile. Ich bin so ein Freak. Meine Freundin hat sich so totgelacht, weil ich so viel gekauft habe. Und dann habe ich mir so eine Mischung gekauft. Rainbow Peppercorns. Ich weiß, eigentlich unlogisch, dass ich mir Salz und Pfeffer und dann Peppercorns gekauft habe. Aber ich habe ja andere Gewürze auch noch und wenn ich nur Salz und Pfeffer brauche, dann nehme ich das.
ihr müsst das nicht verstehen, aber ich liebe diese Gewürze von Action. Ich habe auch damals eins gehabt für Fleisch, das habe ich urschnell leer gemacht. Und eins für Fisch habe ich auch noch, was ich aktuell auch noch verwende. Ich liebe die Gewürze von Action. Nur gibt es die halt nicht immer. Ich war böse. Ich habe mir ein Duschgel gekauft. Da habe ich die Sammlung noch nicht abgedreht gehabt. Ich habe das gesehen, dass es das Banane-Duschgel gibt und habe es mir gekauft. Schande über mein Haupt. Das riecht so geil künstlich. Ich liebe es einfach. Oh, ich stehe drauf. Und das waren leider die letzten, sonst hätte ich mir fix noch mehr mitgenommen. Die Banane-Badefitzers. Die finde ich ja auch geil. Also hätte es mehr gegeben, hätte ich mir mehr gekauft. Gott sei Dank gab es nur eine Packung, sonst wäre ich, glaube ich, mit noch mehr nach Hause gegangen. Ich habe mir nämlich noch mehr Badezusätze gekauft und da sind Disney-Figuren drauf. Wie geil ist das bitte? Ich habe mich so verliebt und ich habe von jedem eine Packung mitgenommen. Für eine Freundin habe ich sogar das mit Simba auch mitgenommen. Steht schon draußen in der Küche. Also es gab Simba, dann gab es Klopfer, dann gab es Dumbo, den ihr ja schon gesehen habt. Dann Baloo, glaube ich, ist... Nein. Oh ja, der heißt ja Baloo. Oh ja, der heißt Baloo. Von Dschungel. Wie heißt denn der Film jetzt? Ich bin deppert. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt. Ich habe den nicht so gern geschaut früher, aber ich fand den Film eigentlich ganz okay. Das Dschungelbuch, jetzt habe ich es. Von den Dalmatiner gab es auch eins. Meine Freundin hat so gelacht, sie hat gesagt, wo findest du das bitte? Und von Kneipp gab es auch eins, was auch relativ günstig war. Das habe ich mir jetzt auch noch mitgenommen. Orangenblüte Pomelo. Happy Hashtag. Gab es leider auch nur noch eins. Ein paar Sachen habe ich noch, dann sind wir durch. Ich habe mir Kerzen mitgenommen. Einmal, also zweimal nochmal die... Ich finde die jetzt gerade... Na, warte, ich zeige euch zuerst die Suppen, die ich mir mitgenommen habe. Ich liebe die nämlich. Ich habe mir jetzt nur von jeder zwei genommen. Von der roten habe ich mir zwei genommen. Und von der grünen habe ich mir zwei genommen. So. Da werde ich auch gleich eine Packung verdrücken, weil ich habe so einen Hunger schon. Als letzter habe ich mir noch Kerzen gekauft. Zweimal die, wie heißt die nochmal? Fruchtcocktail, die sieht so aus. Ich liebe die Airwick von Action. Die ganze Wohnung riecht danach und ich habe aktuell gerade noch eine in der Küche. Vielleicht mache ich heute doch die Kerzen an, weil die ist auch bald leer. Und ich liebe, liebe, liebe die Kerzen. Und ich komme eh so selten zum Action, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mal die mit. Dann habe ich noch die gefunden, die heißt Sommerbrise. Die riecht auch geil. Also die Airwick von... Die Airwick-Kerzen mag ich am liebsten, nur sind sie mir so zu teuer. Und beim Action sind sie doch ein bisschen günstiger und deswegen... Sogar mein Vater kauft sie bei Action, also heißt das, glaube ich, was. Und ich liebe diese Kerzen. Das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es ein bisschen chaotisch zugangen ist, aber das habe ich mir auch noch gekauft beim Action. Das werde ich jetzt verdrücken. Ich hoffe, euch gefallen die Videos trotzdem, auch wenn es jetzt so viele hintereinander waren. Aber ich nutze das aus und drehe vor. Ihr kennt mich schon. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt trotzdem eine Freude mit dem Video. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Haul findet. Ich habe auch ein paar Essenssachen gekauft. Ich meine, mit den Gewürzen bin ich mega, mega zufrieden. Ich hätte mir auch gerne mehrere genommen, aber nächstes Mal. Nächstes Mal, weil das finde ich so geil. Salz und Pfeffer. Alter. Und dann noch dieses Pfeffergewürzding. Mega. Mega. Und dann in so groß. Okay, ich höre schon auf. Wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye.